Bahnhof vom Planeten X. Ich hab geschlafen und es war tief in der Nacht. Da bin ich durch ein helles Leuchten aufgewacht. Es war so super hell, ich konnte nichts mehr sehen. Auf einmal stand da so ein Typ, der war ganz grün. Er hatte Schuppen und zwei Fühler auf dem Kopf und ne Maschine, auf der drückte er einen Knopf. Da fing er an, ganz langsam auf mich zuzugehen. Er sagte, guten Abend, kannst du mich verstehen? Ich bin Nano. Nano vom Planeten X. Zeig uns alle deine tollen Ellen-Tricks. Nano vom Planeten X, du bist ein Superstar und ich bin dein Fan. Super cooles Alien. Nano vom Planeten X. Zeig uns alle deine tollen Ellen-Tricks. Nano vom Planeten X, du bist ein Superstar und ich bin dein Fan. Super cooles Alien. Super cooles Alien. Alien. Sagte, komm und zeig mir eure schöne Welt. Es sah so aus, als ob es ihm hier gut gefällt. Er wollte alles sehen, doch hatte wenig Zeit. Doch das ist kein Problem mit Lichtgeschwindigkeit. Im tiefen Dschungel sprach er mit den wilden Tieren. Und in der Wüste, da ließ er die Blumen blühen. Und überall in jedem Land, an jedem Ort riefen sie Nano, flieg nie wieder fort. Nano vom Planeten X. Zeig uns alle deine tollen Ellen-Tricks. Nano vom Planeten X, du bist ein Superstar und ich bin dein Fan. Super cooles Alien. Nano vom Planeten X. Zeig uns alle deine tollen Ellen-Tricks. Nano vom Planeten X, du bist ein Superstar und ich bin dein Fan. Super cooles Alien. Yeah.